Als ich hier angefangen habe, dachte ich, das Volo, das macht richtig Spaß. Ich sitze immer noch an den To-Dos vom Volo von vor 20 Jahren. Das Gute, ich glaube zumindest, mein Chef mag mich. Oder auch doch nicht. Vielleicht ist der ja netter. Wäre es wohl, wenn ich mein Volo irgendwo mit Radiosiegel gemacht hätte? Hi! So, einer von Ihnen muss jetzt am Wochenende arbeiten. Riesige Bombenentschärfung, wir brauchen dich unbedingt als Reporterin. Nicht schon wieder. Moderier du mal heute. Scheiße, wir müssen ja noch das Danke-Video drehen. Danke! Na, warst du auch immer schön brav? Ja, bis auf zwei Sendeausfälle, die ich produziert habe, alles perfekt. Dann will ich mal schauen, was ich für dich habe. Ein Siegel. Ach, das ist das falsche Siegel. Ein Radiosiegel. Hallo, ich bin Klaus Seger, Programmleiter von Radio 8. Wir werden heute mit dem Radiosiegel 2022 ausgezeichnet für unsere Volontärsausbildung. Schauen wir doch mal, was unser ausgezeichneter Volo gerade so macht. Dominik! Moment, ich kann gerade nicht. Ich bin mit meiner fundierten und qualitativ hochwertigen Ausbildung beschäftigt. Aber du könntest mir mal einen Kaffee holen. Und übrigens, der Mülleimer, der müsste auch mal ausgeleert werden. Tja, unsere Volontäre, die lernen schnell. Ich bin Laura von Radio Bob Rock Schleswig-Holstein und ich habe während meines Volontariats deutlich mehr erlebt, als ich erwartet habe. Als Schleswig-Holstein-Reporterin zum Beispiel informiere ich die Menschen über alles Aktuelle bei uns im Bundesland. Außerdem habe ich beim Radio Bob Rockcamp in Kiel moderiert, war auf dem größten Metal-Festival der Welt, dem Wacken Open Air, unterwegs und bin sogar als Hallensprecherin bei den Heimspielen des THW Kiel mit am Start. Ja, ihr seht, hier ist wirklich kein Tag wie der andere und das ist auch echt gut so. Vielen, vielen Dank für das Radiosiegel. Hallo, ich bin Laura und ich bin die Volontärin von Radio Sauerland und ich zeige euch jetzt, was ich in meinem Volo hier im Sauerland bisher so erlebt habe. Von Kirmes über Radladerfahren, Bratpfannentennis spielen und Kühe massieren, ganz wichtig im Sauerland, bis hin zur WOC-WM war echt alles mit dabei. Vielen Dank für das Radiosiegel. Wir freuen uns riesig. Tag aus Dortmund, ich bin Lennart Beißner, Volontär bei Radio 91.2 und wir freuen uns sehr über das Radiosiegel 2022.
Da sind wir scheinbar deutlich erfolgreicher als bei der Meisterschaft. Antenne 1, Neckarburg Rock und Pop. Also bei uns hilft natürlich jeder jedem. Wir arbeiten zusammen im Team. Jeder von uns ist wirklich unverzichtbar fürs Team. Von groß bis klein, von jung bis alt. Wir sind Antenne 1, Neckarburg Rock und Pop. Pass auf, was hat zwei Daumen, spricht kein Wort Spanisch und hat das Radiosiegel geholt? Mua. Eigentlich doofer Witz, ne? Ganz, ganz doofer Witz. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Radio Neandertal-Teams fürs Radiosiegel. Danke und liebe Grüße aus Mettmann. Welches Thema hatten wir? Ah, genau. Es sind jetzt ja gerade immer mehr Kinder krank. Deswegen könnten wir ja dann versuchen, noch einen Kinderarzt zu erreichen. Und ich glaube, dann wären wir für morgen durch. Die Frage ist da jetzt in die Runde. Offene Runde, hat von euch noch irgendjemand einen Punkt? Ah, Mira meldet sich. Ja, ich habe tatsächlich einen Punkt. Ich habe nämlich was ganz Großes zu verkünden, weil wir alle von Antenne 1 haben das Radiosiegel gewonnen. Wir freuen uns sehr und wir sehen uns gleich. Danke. Ciao. For me, I really like corn. What do you like about corn? It's cold. A big corn with knobs. It has the juice. Ich habe jetzt 20 Sekunden, um euch zu sagen, dass ich Nadine bin, dass ich bei Antenne Thüringen und Radio Top 40 mein Volo mache, dass ich in der Redaktion arbeite, das Team mega cool ist, die Arbeit richtig viel Spaß macht und jetzt seht ihr noch unser cooles Funkhaus. Okay, die Zeit ist um. Ciao! Antenne unerholt das Radiosiegel 2022. Was für ein großartiger Tag, Arvid Kasch. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Auch weil es, was den Vergabeverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich war. Was ist schon selbstverständlich? Also es ist nicht selbstverständlich, dass man das Radiosiegel holt. Also wir haben gewonnen und fertig. War das überraschend für Sie? Weil Antenne Unna kam ja zwischendurch ganz schön in Bedrängnis. Also du hattest jetzt einen Monat Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen und jetzt kommst du mit solchen Fragen an. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil nee. Es ist ja doch auch interessant. Das ist Wahnsinn. Das ist ja nicht überraschend, dass man nicht einfach so das Radiosiegel kriegt. Ja, aber das nee. Ist so deutlich. Komm, Laura, und mach du mal weiter hier. Ja? Bitteschön. Aber nächstes Mal ein bisschen schneller. Okay, tut mir leid. Mit Milch? Ja. Ich hab dir schon mal gesagt, nee, nicht in der Tasse. Hey. Mega. Danke. Vielen Dank fürs Radiosiegel 2022. Ich freue mich unglaublich. Und natürlich habe ich hier keinen Kaffee gekocht oder Knöpfe an- und ausgedrückt, sondern ich hatte die besten 2 Jahre meines Lebens. Und es geht hoffentlich genauso weiter. And they stay there! Vielen Dank. Jana, mir fehlt noch ein Thema für morgen. Wir haben ja das Radiosiegel gewonnen. Könntest du vielleicht draußen gerade eine Umfrage holen, die Leute fragen, wie cool sie das finden, dass wir jetzt das Radiosiegel haben? Ne, hol selbst.
sorry, hi. Radio Erft hat das Radiosiegel gewonnen. Was sagst du dazu? Das Radiosiegel? Das Radiosiegel. Radio Erft hat das Radiosiegel gewonnen. Der Rhein-Erft-Preis rastet auf. Danke für das Radiosiegel 2022. Heute feiern wir uns, denn Radio M. Schalippe hat das Radiosiegel verliehen bekommen. Ja, und das bedeutet, Volus ausbilden, das können wir und das wollen wir natürlich feiern. Deswegen gehen wir rüber zu Lena und Leon in die Felddienstarena zur großen Radio M. Schalippe Radiosiegel-Party. Das ist vielleicht schon im Hintergrund. Tausende von Menschen, die gekommen sind, allein für uns beide, um mit uns zusammen das Radiosiegel zu feiern. Wir freuen uns riesig. Ja, wir sagen vielen, vielen lieben Dank fürs Radiosiegel 2022. Geile Stimmung hier, oder? Ja, wirklich, als wenn Schalke spielen würde, ne? Okay. Welle Niederrhein, wir stehen für Lokalkompetenz. Ja. Easy, Surfpark gerade beschlossen. Welle Niederrhein, wir stehen für Schnelligkeit. In Anrad Brenz, nimmst du mit rein? Ich habe gerade mit der Feuerwehr gesprochen. Ja, zwei Verletzte. Genau. Und Welle Niederrhein, wir stehen für Kalle. Kalle hat dir was mitgebracht. Echt? Ach, krass. Oh, danke. Und jetzt auch für das Radiosiegel. Vielen Dank für das Radiosiegel 2022. Vielen Dank. Was geht? Wir sind Nico und Thilo. Wir sind die Volontäre von Sunshine Live und wir freuen uns sehr über das Radiosiegel. Und wir dachten, zur Feier des Tages zeigen wir euch mal das wunderschöne Studio von Sunshine Live in Berlin. Ja, das ist unser wunderbares Sunshine Live Studio, also der Ort, an dem wir Radio lernen dürfen. Ich glaube, viel besser geht's nicht. Thilo steht gerade dort, wo sonst die Profis auflegen. Mach mal laut. Unser wunderbares DJ-Pult im Hauptstadtstudio. Direkt neben dem fantastischen Sendepult. Mach mal lauter. Oh, hallo. Hi, ich bin Torben von Radio KW, vom Lokalradio für den Kreis Wesel. Und wir freuen uns derbe über das Radiosiegel 2022. Yeah! Radiosiegel? Echt jetzt? Samba. Danke fürs Radiosiegel. Danke fürs Radiosiegel 2022. Könnt ihr vielleicht auch noch kurz jubeln? Jubel! Ich war wirklich am Ende. Bei Umfragen wollte niemand mit mir sprechen. Im Studio habe ich kein Wort rausbekommen. Selbst die alltäglichen Sachen liefen nicht mehr. Doch dann haben wir das Radiosiegel gewonnen. Plötzlich lief es im Job. Ich habe 44 Kilo abgenommen, aufgehört zu rauchen. Mein Sexleben hat sich verbessert. Danke, Radiosiegel. Hi, ich bin Taki, ich bin Volontärin bei Radio Bob und in meinem Volontariat dachte ich eigentlich, ich muss nur Sachen recherchieren für Moderatoren und so weiter, aber die Realität sieht ganz anders aus. Ich moderiere zum Beispiel meine eigene Sendung, ich moderiere Off-Air-Events wie unser Radio Bob Rockcamp und produziere Content für unsere Social-Media-Kanäle. Kein Tag ist hier wie der andere, das liebe ich so an diesem Job, es ist immer abwechslungsreich und es passieren immer coole Sachen. Aber genug geredet, vielen, vielen Dank fürs Radiosiegel, ich mache jetzt weiter und moderiere meine Show. Baden FM.
Bin ich gerade wirklich eingeschlafen? Ich habe ja echt riesiges Glück, dass mein Volo so traumhaft ist. Musik.